145 Gramm gemahlene Mandeln, 2 Eiweiß, Klammer auf KI, M, Klammer zu, Salz, 300 Gramm Zucker, 8 Ei, Zitronensaft, 750 Gramm Himbeeren, 150 Gramm Joghurt, Klammer auf 3,5% Fett, Klammer zu, 125 Gramm Butter, Klammer auf kalt, Klammer zu, 125 Gramm Mehl, außerdem etwas Öl zum Fetten, Eismaschine, rechteckige Backform, Klammer auf, 20 mal 28 cm, Klammer zu. 1. Für das Baiser Puderzucker sieben und mit 50 Gramm gemahlenen Mandeln in einer Schüssel mischen. Eiweiße Hut eine Prise Salz mit dem Schneebesen der Küchenmaschine, Klammer auf, oder den Quirlen des Handrührers, Klammer zu, steif schlagen, dabei 75 Gramm Zucker esslöffelweise zugeben. Mandelmischung mit einem Teigspatel vorsichtig unter den Eischnee heben. Zweitens, ein Backblech mit etwas Öl fetten, Klammer auf, damit das Backpapier nicht verrutscht, Klammer zu, und mit Backpapier belegen. Baisermasse mit dem Teigspatel auf dem Backblech 1,5 cm hoch verstreichen. Im vorgeheizten Backofen bei 100 Grad, Klammer auf, Gas 1, Umluft nicht empfehlenswert, Klammer zu, auf der zweiten Schiene von unten 35 bis 40 Minuten backen, vollständig abkühlen lassen. Drittens, für das Eis Zitronensaft und 100 Gramm Zucker bei mittlerer Hitze aufkochen und 3 Minuten kochen lassen. Zitronensirup beiseite abkühlen lassen. 500 Gramm Himbeeren in einen Rührbecher geben. Zitronensirup und Joghurt zugeben und mit dem Schneidstab sehr fein pürieren. Eismasse durch ein Sieb streichen und in der Eismaschine ca. 30 Minuten cremig gefrieren lassen. Viertens, inzwischen für die Streusel Butter in Würfel schneiden. Restliche Mandeln, restlichen Zucker, Mehl und eine Prise Salz in einer Schüssel mischen. Butterwürfel zugeben und die Masse mit den Händen zu Streuseln verarbeiten. Streusel auf einem mit Backpapier belegten Backblech im vorgeheizten Backofen bei 170 Grad, Klammer auf, Gas 1 bis 2, Umluft 150 Grad, Klammer zu, auf der zweiten Schiene von unten 15 bis 20 Minuten goldbraun backen und vollständig abkühlen lassen.